So Freunde, ganz, ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video und endlich ist es wieder soweit, nach mehreren Wochen Pause gibt es ein neues Video vom Ehrenbruder Boss Explosive. Der hat sich ein bisschen eine kleine Pause gegönnt, sei ihm absolut gegönnt, Alter. Bester Mann auf jeden Fall immer noch, Kuss geht raus an Boss Explosive und ja, diesmal ein anderes Video, keine die schlechtesten Deutschrap-Lines, schlecht gealtete Deutschrap-Lines, ein Kollege Best-of oder sonst irgendwas. Nein, es geht diesmal darum, was ist das beste Genetik-Album? Er hat das Ganze ja schon mit Kollege gemacht, was ist das beste Kollege-Album? Und jetzt auch noch das Ganze mit Genetik. Bei Kollege hatte ich ja eine sehr ausführliche Meinung zu allen Alben und zum ganzen Ranking, weil ich ja auch alle Kollege-Alben mehrmals durchgehört habe. Und bei Genetik ist das jetzt hier bei mir ein bisschen anders. Ich habe nicht alle Alben gehört. Ich habe, glaube ich, 5 oder 4 Alben von Genetik gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall 8. Tag habe ich gehört. Natürlich DNA, Fötus und Voodoo-Zirkus, glaube ich. Und auch noch kurze Fuck-Genetik oder wie das heißt und sowas. Die anderen bin ich ehrlich gesagt relativ raus. Das heißt, ich kann nicht zu 100% widerlegen, hier, falls irgendwie jetzt was, was ich auf Platz 1, 2, 3 oder wie auch immer platziert, da muss ich mich, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, wie ich die Alben platziert hätte, natürlich, die ich nicht kenne. Für mich allerdings so, weil ich habe, glaube ich, ab und zu, ich habe in alle Alben zumindest mal reingehört, aber manche haben mir einfach nicht so gefallen vom Soundbild, da habe ich auch gar nicht groß weitergehört. Für mich, ich sage jetzt einfach mal, was meine Top 3 sind, da ist für mich auf 3 Voodoo-Zirkus, auf 2 Fötus und 1 ist bei mir ganz, ganz klar, das ist DNA. DNA ist übertrieben. Ach, DNA 2 habe ich auch noch gehört, aber DNA 2 fand ich leider nicht so gut. Aber DNA ist für mich ganz klar Platz 1 und Fötus und Voodoo-Zirkus sind auch sehr cool gewesen. Aber DNA, safe 1. Falls das hier nicht der Fall sein sollte, ja, dann wechsle ich, glaube ich, hier. Dann konvertiere ich zu diesem Fake-Kanal von Boss Explosive. Wie heißt denn der Spaß hier nochmal? Deutschrap's Finest oder so? Keine Ahnung, Alter. Diese Boss Explosive-Kopie halt. So. Wir gehen rein. Was ist das beste Genetik-Album? Epilepsie-Warnung. Das folgende Video enthält einzelne Szenen mit flackernden Bildern. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kamera ein bisschen positioniert werden sollte oder so. Ich glaube, er wird bestimmt wieder so Texte haben, die wie beim Kollege-Video. Die werden aber bestimmt wieder hin und her geswitcht mit Bildern. Deswegen, wenn Text unten rechts steht, ich lese es ja eh vor. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen leiser den Ton, weil er bestimmt wieder sehr laut abgemischt hat hier. Platz 8. Ich habe übrigens auch beim Community Ranking mitgemacht, aber ich habe natürlich nicht alle Alben gerankt, weil ich manche, wie gesagt, nicht durchgehört habe. Da habe ich mir natürlich nicht erlaubt, da ein Urteil darüber zu bilden und das abzustimmen. Welches Album ist es denn jetzt? Ich weiß den Namen leider nicht. Community Ranking auch Platz 8, okay. Ich weiß leider nicht, welches Album es gerade ist. J-A-L-A steht für You Always Live Again und wurde im November 2018 released. Es ist nach DNA 2 3 Monate zuvor das zweite Genetik-Release unter ihrem eigenen Label Out of This World. Aber cooles Bildmaterial, was Boss Explosive immer auswählt. Ohne Spaß, das ist wirklich sehr, sehr nice. Das Album wurde zusammen mit Young Gold produziert, deren Identität komplett ungeklärt ist. Mixing und Mastering wurden vom US-Musiker Mike Dean übernommen, der für seine Zusammenarbeit mit Kanye West und Travis Scott bekannt geworden ist. Trotz dessen ist JALA ein Album, bei dem ich mich immer noch schwer tue. Das Soundbild klingt etwas zu sehr nach einem Versuch des Soundbilds eines Kanye-Albums zu reproduzieren. Die eigenständigen Tracks wie Marlene oder Magic stechen positiv hervor und sind definitiv die besten auf dem Album. Viele Tracks haben schöne Ansätze, mir fehlt aber oft noch etwas, um mich vollends zu überzeugen. Zudem sind mir die Lyrics insgesamt doch etwas zu hängen geblieben und handeln vor allem von einem, Sex.
Okay. Ja, wie gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen in dem Fall. Aber da Community Ranking und Boss Explosive Ranking hier übereinstimmen, gehe ich einfach mal davon aus, dass das schon eine okaye Wertung ist. Ist das. Heißt das sogar. Oh Gott, wie hieß der Name von dem Album? Da habe ich ein bisschen was von gehört, auf jeden Fall. Das ist doch da, wo auch. Wie heißt der Track? Der ist aber geil, der eine. Nicht fürs Radio ist doch da drauf, ne? Den fand ich sehr fett. Out of this World heißt der sogar, genau. Das Album sogar, Entschuldigung. Genau, nicht fürs Radio, Mann, der ist überfett. Community Ranking ist sogar Platz 5. Ah, der Beat ist auch absolut geil, Mann. Out of this World Radio Show Volume 1 wurde 2019 released und ist das Genetik-Album, welches zuletzt herauskam. Hier kehrten die beiden wieder mehr zu ihrem Alien-Image zurück und bauen das Albumkonzept auf diesem grob auf. Ah, der Beat, Digga. Mir gefällt am Album, dass es wieder einen thematischen Rahmen gibt, der sich auch im Soundbild ganz gut widerspiegelt. Dieses wirkt nicht mehr so US-inspiriert und auch Kappa ist textlich wieder stärker als auf Yalla. Bilder, Mann, sind, die Bilder sind echt nice hier. Das Album hat allerdings kaum Tracks, die mich wirklich umgehauen haben, was ich hier etwas schade finde. Die meisten würde ich lediglich als gut bezeichnen. Gemessen an Six Leistungen der Beats haben wir hier das für mich wohl schwächste Genetik-Album. Allerdings ist das Meckern auf hohem Niveau. Das ist generell bei Genetik so, ne? Also Genetik auch sehr hohes Niveau generell, was die Mucke angeht. Deswegen widmet er denen ja auch ein komplett eigenes Video, ne? Den Beat kenne ich auf jeden Fall auch. Ist das nicht achter Tag? Ja, Mann. Community Ranking sogar Platz 4. Okay. Achter Tag erschien 2015, nachdem das Genetik-Duo um Mitglieder im Hintergrund erweitert wurde. Das Album konnte gut an den Erfolg von DNA anknüpfen und wurde ebenfalls mit Gold prämiert. Sicher auch ein Verdienst der Single Wünsch dir was. Ja, mit großer Sicherheit. Wünsch dir was ist ja richtig durch die Decke gegangen. Das Album trägt eine spürbar asiatische Note in sich, was nicht nur am Artwork und der Ästhetik der Musikvideos liegt, auch den Beats merkt man es sicherlich an. Diese wurden zum ersten Mal von einer dritten Person mitproduziert, dem japanischen Musiker Samon Kawamura, der bereits mit Max Herre zusammenarbeitete. Echt krass, wusste ich gar nicht. Cool. Das wusste ich gar nicht. Das ist mir persönlich auch nicht so stark aufgefallen, aber ich habe es auch einfach lange nicht mehr gehört. Das Album leistet sich keine Patzer und ist alles in allem hervorragend ausproduziert. Bei den meisten Tracks mag bei mir aber der Funke nicht ganz so überspringen. Das bezieht sich vor allem auf die Beats, liegt eventuell aber auch an Carusos Delivery, die hier etwas introvertierter ist als auf DNA. Achter Tag ist ein durchweg solides Album, zu dem man mangels Highlights aber selten zurückkommt und sicher eher etwas für die Liebhaber ist.
Das DNA 2, oder? Yes. Habe ich leider nicht so gefühlt, muss ich sagen. Das habe ich mir aufgrund der Fortsetzung bzw. des Namens DNA habe ich mir das Album auf jeden Fall angehört. Aber fand ich nicht so. DNA 2 wurde ursprünglich als exklusiver Boxinhalt zu Yalla angeteased, nach zwei Singles dann aber doch auf den Streaming-Plattformen veröffentlicht. Als Dank für mehrere Goldauszeichnungen, es wurde somit das erste Genetik-Release unter dem Label Out of This World. Der DNA-Nachfolger tritt erkennbar in die Fußstapfen seines Vorgängers, klingt insgesamt aber etwas rougher. Man merkt auf dem Album, dass Caruso der Oldschool-Sound immer noch am besten liegt. Auch textlich ist Caruso deutlich vielschichtiger und ausgefeilter unterwegs als auf dem nur wenig später erschienenen Yalla. Ich bin mal gespannt, wo sich das neue Genetik-Album auch einordnen wird in dieser, ja, in dieser Legacy. Ich gehe davon aus, unter den Top 3 safe. Weil alleine die Singles, die 8, 9 Stück, die wir bis jetzt bekommen haben, sind schon eigentlich ausreichend für ein krasses Album. Also bis jetzt war alles, was Genetik dieses Jahr gedroppt hat, extrem geil. Und deswegen freue ich mich auch total auf das neue Genetik-Album und bin mir sicher, dass das in dieser Legacy einen guten Platz hier belegen würde. Auf dem Album sitzt eigentlich jeder Track und man kann es sich gut in einen Durchgang geben, was sicher auch an der kurzen Lauflänge liegt. Die wäre hier das einzige Manko. Kann man allerdings verstehen, wenn das Album ursprünglich nur als Bonusboxen halt angedacht war. Wie gesagt, ich habe es leider einfach nicht so gefühlt, das Album, ja. Habe ich nicht gehört. Sage ich einfach, wie es ist. Also ich habe vielleicht mal ein paar einzelne Tracks gehört, aber so wirklich mal richtig das Album gegönnt, habe ich mir nicht. Fuck Genetik wurde 2016 das letzte Genetik-Release, das bei Selfmade Records erschienen ist. Das Cover von bewaffneten Kindern der brasilianischen Favelas sorgte für Kontroversen und soll einen groben thematischen Rahmen für das Album vorgeben. Ich muss sagen, ich feiere wirklich das Design von Boss Explosive, wie er die Videos gestaltet, was er auch für eine Bildauswahl hat und so. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Der Sound des Albums mutet im Vergleich zum experimentellen Oldschool-Klang von Achtertag wieder deutlich mehr am Zeitgeist an. Mit einigen Trap-Einflüssen. Dennoch ist das Soundbild recht abwechslungsreich und spart, wie bei seinen Vorgängern, nicht mit langen Outros, auf denen sich Sick ausleben konnte. Hier klingen sie aber deutlich runder und spannender. Fuck Genetik ist das wohl am meisten unterschätzte Album von Genetik, was vielleicht der mäßigen Single-Auswahl vor Release geschuldet ist. Auf dem Album finden sich mitunter die gelungensten Beats von Sick, die vor Spannung und grandiosen Samples trotzen, aber auch textliche Schätze wie etwa das grandiose Diamant. Das ist wirklich krass. Diamant ist extrem geil. Das kenne ich sogar. Wer das Album nicht oder nur selten gehört hat, sollte diesem definitiv noch eine Chance geben. Dann machen wir das auch. Wenn das der gute Boss Explosive sagt, dann machen wir das. Jetzt wird spannend, die Top 3. Ist das Fötus? Yes, geiles Album.
Fötus ist das erste Album, das Genetik im Jahr 2010 veröffentlichen, passend zum Titel also die Geburt des Duos. Es wird oft als ihr Demo-Tape bezeichnet, ist für mich aber definitiv ein vollwertiges Album. Da war wohl jemand etwas müde beim Textschreiben, wa? Für mich ist es aber definitiv ein vollwertiges Album. Caruso rappt hier in seiner Rolle als Clown in einem ziemlich düsteren Soundgewand. Die Texte sind oft sehr persönlich und depressiv, teils aber auch voller Punchlines und einem großen Augenzwinkern zu sehen. Voll schwarzem Humor. Man merkt hier aber auch den für Deutschrap damals typischen Gangster-Rap-Anstrich an. Die Beats sind noch nicht so akribisch und ausgereift ausproduziert wie auf den späteren Releases, was bei einem Debütwerk auch logisch ist. Man merkt bei den Tracks aber umso mehr den damals großen Hunger des jungen Duos an. Fötus zeigt Genetik als einen Rohdiamant mit ungeheurem Potenzial. Ja, was wir auch jetzt wieder dieses Jahr erleben, dass Genetik riesiges Potenzial hat, was sie jetzt wieder voll ausschöpfen, ne? Zirkus ist auch fett einfach. Und damit haben wir natürlich dann auch Spoiler-Alarm, haben wir den Ärger gleich auf Platz 1. War aber eigentlich klar. Ich schwöre bei meiner Mutter jedes Wort, das war. Ich mache jeder meiner Groupies zum Pornostar. Voodoo-Zirkus ist das erste Studioalbum von Genetik, das 2012 nach ihrem Signing bei Selfmade Records veröffentlicht wurde. Ursprünglich sollte es Samsara heißen, wurde nach ihrem Deal aber umbenannt und verschoben. Wo Fötus noch sehr düster war, erwartet uns bei diesem Werk ein deutlich bunteres und helleres Klangbild mit vorwiegend unterhaltsamen Punchline-Songs. Auch wenn es einzelne Tracks wie Sorry oder Tiefschlapp gibt, die von der Formel abweichen. Wo hat er die ganzen geilen Bilder eigentlich her? Ohne Spaß, die sehen alle richtig hochwertig und gut aus. Das würde mich echt mal interessieren. Diggi, wo hast du immer die ganzen geilen Bilder her? Auch schon bei dem Kolle-Video. Das sind wirklich immer richtig gute, hochwertige Bilder, Mann. Man hört bei diesem Album einen deutlichen Sprung, was die Produktion angeht. Das Duo zieht einem beim Hören regelrecht in ihren bunten Zirkus hinein. Insgesamt ist das ein unverkrampftes, aber dennoch detailverliebtes Album, das einfach nur Spaß macht und bei dem man auch merkt, dass die beiden dabei enorm Spaß und Passion hatten. Was könnte denn auf Platz 1 sein? Vielleicht das beste Genetik-Album aller Zeiten? Dieses Cover hat sich auch so in mein Hirn gebrannt, ne? Wirklich, dieses Cover, es hat sich in mein Hirn gebrannt wie nichts anderes, Alter. Schwächste Tracks, lieb's oder lass es. Komm, Bro, nur weil das Mainstream-lastig ist, es ist trotzdem geisteskrank geil und ich feiere es Todes und es löst so alte, so krasse Vibes bei mir aus und so ein Nostalgiegefühl. Lieb's oder lass es als schwächster Track, das tut echt weh. Ich weiß, es ist halt Mainstream angehaucht und radiotauglich, aber das muss ja nicht immer scheiße sein. Ich finde, lieb's oder lass es brutal geil. Ohne Spaß.
DNA kam 2013 heraus und war der erste kommerzielle Erfolg für eine Genetik. Hits wie Liebster Lasses entsprangen dem Album. Mittlerweile ist es mit dem Gold ausgezeichnet und das meistgestreamte Release des Duos. Auf dem Album brachten Genetik mit ihrem Clown-Image und waren fortan als die maskierten Aliens aktiv, wie wir sie heutzutage noch kennen. Ja, das ist richtig. Da waren zum ersten Mal diese Masken da und deswegen hat sich dieses Cover hat sich auch so in mein Hirn gebrannt und so. Da waren ja diese Masken quasi neu und so. Auf dem Album wird die Alien-Thematik gelungen eingebaut, vor allem im Intro und Outro. Es ist wohl das rundeste Album von Genetik, bei dem die Qualität der Musik und der Texte auf einem nochmal höheres Level gehievt wurde. Vor allem die vielen Konzeptsongs lassen das Album deutlich erwachsener und ausgefeilter erscheinen als das verspielte Voodoo-Zirkus. Der deutlich cleanere und massentauglichere Sound gefällt mir allerdings nicht mehr so stark wie bei dem Vorgänger, auch wenn Sick hier trotzdem noch eine Wahnsinnsarbeit abliefert, die seinen Zenit darstellt. Aus einer möglichst objektiven Sichtweise ist DNA insgesamt aber für mich das beste Album von Genetik. Ja, kann ich nur unterstreichen. Kann ich nur komplett unterstreichen. DNA ist genial. Was soll ich dazu sonst sagen, Alter? Leute, das war extrem viel Arbeit, die er da reingesteckt hat, mit Sicherheit. Mit sehr, sehr großer Sicherheit hat er da mehrere Wochen und Tage an Arbeit reingesteckt in dieses Video. Skript schreiben, Text schreiben, Bilder raussuchen, Design, alles Mögliche. Deswegen tut mir den Gefallen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, geht bitte, bitte auf das Original. Guckt euch das an oder lasst das laufen und gebt dem Daumen hoch, kommentiert das Ding und supportet da ein bisschen, damit das Ding auch gepusht wird und seinen verdienten Hack einfach bekommt. Ja? Er steckt da extrem viel Arbeit rein, Freunde. Und ja, ansonsten nichts mehr zu sagen. Ihr wisst Bescheid, Supporter ist kein Mord. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.